Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Ja, ist natürlich ärgerlich, ne? Dass wir kurz vor Schluss das Gegentor kassieren. Wir waren ganz klar dran, wir haben gefightet in der zweiten Halbzeit. Wir haben alles gegeben, um das Tor zu erzielen, was uns dann gelungen ist. Und wir wollten das Zweite, wir wollten den Sieg, wir wollten den Heimsieg. Und es geht immer nur weiter, ne? Und Köpfe hängen lassen bringt nichts, weil Samstag geht schon wieder weiter. Und ja, auf geht's. Mir fehlen jetzt eigentlich nach dem Spiel ein bisschen die Worte, weil wir sind eigentlich, ich sag mal, unglücklich in Rückstand geraten. Dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit zurückgekämpft, haben eigentlich das Spiel gemacht, schießt dann auch das 1-1 und dann hast du eigentlich normalerweise Aufwind und darfst eigentlich kein Tor mehr bekommen. Dann, laufen wir in den Konter rein, dann legt er in den Rückraum und dann stehen wir nicht an den Männern. Das darf uns natürlich nicht passieren. Nichtsdestotrotz denke ich, jetzt haben wir wieder daraus gelernt. Jetzt müssen wir die Fehler wieder kompensieren und weitermachen. Ich habe auch schon in der Halbzeit den Jungs gesagt, komm, hier ist viel, viel mehr möglich. Ich denke, wir haben gegen eine Kieler Mannschaft gespielt, die zwar defensiv kompakt stand, aber keineswegs in dem Sinne geforscht hat oder wo wir uns verstecken müssen. Und ich denke, auch gerade nach dem 1-1 hatte ich auch das Gefühl, dass wir das hier komplett drehen. Ich denke, wir haben auch alles gegeben als Mannschaft, sind vorne angerannt, wollten unbedingt das 2-1 erzielen und ist leider nach hinten losgegangen. Ja, wir spielen, also natürlich, du schießt dann das 1-1. Normalerweise musst du mindestens mit dem Punkt, behalten. Natürlich wollten wir auch gewinnen. Wir spielen zu Hause, die Fans treiben dich vor, die sind immer da und dann willst du natürlich auch gewinnen. Dann darfst du natürlich so ein Tor nicht bekommen. Ja, ich glaube, wir haben Spieler drin, die haben sehr viel erlebt. Die wissen, mit solchen Momenten umzugehen. Wichtig ist einfach, dass wir in keinen Negativtrend geraten, vom Kopf her halt. Weil wir haben gute Ansätze drin gehabt. Wir versuchen, fußballerisch Sachen zu lösen. Ich glaube, das sollten wir beibehalten. Darum geht es bei uns, Fußball zu spielen. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass auf dem Platz ein Team arbeitet. Daran müssen wir einfach daran müssen wir glauben, daran festhalten. Und da wird wieder ein Positivtrend kommen, auf jeden Fall. Wir hatten die Chancen, das 1-0 zu machen. Irgendwann haben wir wieder das Glück. Ja, ich wurde das eben auch schon gefragt, die Leichtigkeit. Ja, es ist natürlich spielt es sich leichter mit einer Führung oder wenn der Ball läuft und man Erfolg hat. Aber im Fußball ist nicht alles rosig. Es gibt auch genau das Gegenteil, so wie es gerade jetzt ist. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt nicht irgendwie das zu groß sehen oder in irgendein Loch verfallen. Es sind jetzt zwei Spiele, die wir verloren haben. Ich denke, wir haben auch heute ein gutes Spiel gezeigt. Und ja, wir müssen einfach weiter kämpfen und dann werden die Siege auch wieder kommen, da bin ich mir sicher.